Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying von Folge 1 des dritten Rennwochenendes. Wir sind hier in China und hören jetzt die Voice mehr an. Was ist dein Ziel? Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Qualifiziere dich als 9. oder besser. Besiegen Sie Nico Hülkenberg, unser Teamkollege. Gut. Sollen wir doch mal den Laptop öffnen. Bisher haben wir ja nur einen Punkt besser, also sind ein Punkt besser als der Nico. Wir haben auf jeden Fall bei den persönlichen Details wieder sehr gepunktet. Nicht bei den persönlichen Details, sondern bei den Fahrerpositionen. Jetzt sind wir von 0 auf 5 gestiegen. Das ist doch schon mal gut. Genau. Und ich gehe jetzt einfach mal zum Blitzqualifying. Bitte keinen Fehler einbauen. Das wäre jetzt nicht gerade sehr schön. Codierung überlastet. Erwägen Sie, Ihre Videoeinstellungen zu verringern. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Fahrer beschweren sich oft über den Reifenverschleiß auf dieser Strecke. Nur beim Intro. Und die Mischungen dieses Wochenende werden das Problem auch nicht aus der Welt schaffen. Wird es sich dadurch entscheiden, wessen Reifen länger durchhalten? 20 Grad Sonne. Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Super soft, super weich. Nehme ich die doch. Wenn die mir gerade empfohlen werden. Mal sehen. Muss ich jetzt ein bisschen konzentrieren? Natürlich auch als erster starten. Und ihr seht ja, dass ja gerade der Rosberg auch mal kurz erster war. Also wie es ausschaut, schaut es ja gut aus. Das war nicht gut. Oh. Der S ist an, okay. So unsere Kurve, die wir nicht so können. Haben wir sehr gut genommen. Super. Mal leicht einbremsen und dann freie Fahrt und der S auch mitnehmen. Und das war das Blitzqualifying, meine lieben Freunde. Platz 1. Ich möchte mal wissen, wie weit der Rosberg hinter mir war. Wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen sehen. 2 Sekunden. Top 3. Ein Force India, Rosberg und Lewis Hamilton. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin. Der Nico war 13. Fünf Sekunden. Ja. Super. Ja, 5 Minuten. Weiß gar nicht, wie die letzte Folge, wie lang die war.
Aber das Quiz-Qualifying, das hat schon in sich. Wir spielen auf Mittel. Also auf der dritten Stufe. Führung. Auf jeden Fall. Alles geschafft. Ja, schnellster in allen Sektoren, schnellste Runde natürlich, straffrei. Pole Position, Qualifying Position und Qualifying abgeschlossen. Ach, Qualifying Position, das hat wahrscheinlich den Grund hier, was von der Teamleitung herkommt. Das schaut doch schon mal gut aus. Wow. Und was jetzt kommt, meine lieben Freunde, das seht ihr dann morgen im Rennen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei zuzuschauen beim Rennen. Es wird wahrscheinlich wieder etwas länger dauern. Die letzte Session hat, glaube ich, so circa über eine Stunde gedauert. Aber wir lassen uns überraschen, wie lange diese dauert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Es ist jetzt wahrscheinlich schon Abend geworden bei mir. Und ja, bis morgen. Tschüss.